Eine Vision wird Realität. Das Gelände einer ehemaligen Hausmülldeponie. Was bis vor kurzem noch als kaum nutzbare Fläche galt, ist dank modernster Technik nun der Untergrund unseres neuesten Standorts in Köln geworden und damit Arbeitsplatz für mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir, die Hagedorn Unternehmensgruppe, haben uns darauf spezialisiert, ungenutzte Areale zu recyceln, anstatt neue Flächen zu versiegeln. Doch wie baut man einen modernen Bürokomplex auf einem durch die Zersetzung des Hausmülls instabilem und ausgasendem Untergrund? Erster Schritt: Stabilität schaffen. Hierfür haben wir das Gelände zunächst begradigt und den Boden mit Recycling-Schotter und Sand verdichtet. Das Besondere: Schadstoffe, von denen eine Gefahr für die Umwelt ausgingen, wurden entsorgt. Der Hausmüll wurde dabei aber nicht abgetragen, sondern bleibt dauerhaft auf der Deponie und ist somit Teil des Untergrunds. Dann erfolgte der eigentliche Clou: Spezialtiefbau. 179 Stahlbetonpfähle, jeweils 25 Meter lang, wurden mit Hilfe modernster Rammtechnologie tief in den Boden gerammt. Nachdem das Grundgerüst also stand, widmeten wir uns dem Problem der Gasbildung. Unsere Lösung? Ein ausgeklügeltes Drainagesystem, das die entstehenden Gase sicher und kontrolliert am Rande des Geländes ableitet. Doch damit nicht genug. Um die gasführenden Schichten zu isolieren, haben wir über das gesamte Areal eine spezielle Kunststofffolie gezogen, die rund um die Pfähle fest verschweißt wurde. Die Altlast wurde im Hinblick auf das Grundwasserschutzgebiet so versiegelt, dass keinerlei Umweltrisiken von ihr ausgehen. Die Sanierung ist entscheidend, um kontaminierte Standorte in sichere Bereiche zu verwandeln und somit eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Nächster Schritt: das Fundament. Auf den Pfählen errichteten wir einen Betonsteg, der die Grundlage unseres Gebäudes bildete. Anschließend der Hochbau. Dieser wurde aus einer Stahlbetonkonstruktion errichtet, bei der alle tragenden Wände mittels Fertigteilbauweise hergestellt wurden. Dieser Ansatz bietet zahlreiche Vorteile. Durch vorgefertigte, passgenaue Elemente verkürzte sich die Bauzeit erheblich und ermöglichte eine material- und ressourcenschonende Umsetzung. Durch die Integration von großzügigen Glasflächen wird ein hoher Tageslichtanteil generiert, der das Gebäude durch offene und verglaste Raumstrukturen äußerst transparent gestaltet. Während der Innenausbau auf Hochtouren lief, wurden zeitgleich die Außenflächen für den Fuhrpark betoniert und ein geräumiger Parkplatz angelegt. Im finalen Schritt: Elektro- und Sanitärinstallationen, Trockenbau, Heizungs- und Klimatechnik und zu guter Letzt Farbe drauf. 100 Meter lang, 16 Meter breit und 15 Meter hoch. Unser neuer Firmensitz. Durch die gestreckte Form und dem elliptischen Abschluss gleicht es einem majestätischen Schiffskörper. Doch nicht nur von üppiger Eleganz geprägt, sondern auch im Einklang mit unseren Vorstellungen eines zeitgemäßen Baus. So wurde größten Wert auf die Verwendung von nachhaltigen Baumaterialien gelegt. Fassade und Dach minimieren den Energiebedarf. Geheizt wird mit Holzpellets, einem nachwachsenden Rohstoff. Das Gebäude entspricht den energetisch aktuell höchsten Ansprüchen. Die Entscheidung für die Nutzbarmachung einer ehemaligen Mülldeponie ist ein Beitrag zu dringenden ökologischen Fragen unserer Zeit. Mit unserer neuen Niederlassung zeigen wir, dass sich modernes Bauen und gesellschaftliche Verantwortung gewinnbringend kombinieren lassen. Unser Konzept ist technisch durchdacht und state of the art. Wir setzen Maßstäbe für die Zukunft. Oder hätten Sie gedacht, dass so viel Schönes auf einer alten Deponie entstehen kann?